Hallo, da bin ich wieder zurück mit Rollercoaster Tycoon 3. Wir haben hier gerade schon mal eine Test-Schaukel gebaut und ich bin ziemlich begeistert davon. Ich finde das eigentlich ganz cool und habe mir jetzt gedacht, wir machen hier so ein richtiges Spielhaus daraus. Das heißt, wir setzen hier diese verschiedenen Schaukeln, die wir haben. Genau, wir haben eine Wippe, eine Schaukel und so einen Big Swing. Setzen das nebeneinander und bauen ein buntes Spielhaus irgendwie drumherum. Und ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, wie das letztendlich aussehen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon könnt. Kann ich das nicht auch so? Ja. Genau, setzen wir das daneben. Da ist der Eingang. Nein, ich will so einen Ausgang. Genau. So. Und dann machen wir das auch, weil die zahlen das ja dafür, ne? Die zahlen, deswegen machen wir 1,20, glaube ich, hatten wir da drüben. Schaue ich gleich nochmal sicherheitshalber nochmal rüber. Ja, 1,20. Wow, jetzt machen wir richtig Gewinn. Wahnsinn. Und die Leute finden das toll. Juhu. Mega. Nein, nein. Was soll denn das? Checkt er nicht, das ist... Hallo. Er leckt mich doch am Arsch. Was soll denn der Kack? Nein, von hier. Von hier. Okay, ich muss mal kurz. Ich mach mal kurz Pause, mal gucken. Also, was das jetzt sollte, ich habe keine Ahnung, aber okay. Okay, wir kommen damit klar. Wir kommen damit klar. Okay. Schau mal an, da stehen die auch schon. Oh, habe ich die vergrault eben wahrscheinlich, ne? Wie cool, ey. Die setzen sich darauf und schaukeln einfach. Ja, was sollen sie auch sonst machen? Yay. Okay, da haben wir dann noch eine Wippe. Die nehmen wir natürlich auch direkt. Ne, die drehen wir auch, glaube ich. So. Ach so, jetzt stehen die ja verschieden. Wie hatte ich den denn? So, ne? Den hätte ich auch gerne so. Dann machen wir erstmal den Ausgang. So, machen wir den schon mal auf. Dann können die schon mal sehen, so, ah, da ist was. Oh, da würde ich mich so gerne anstellen. Ja, ich komme da nicht rein. Das muss ja ganz schön wichtig sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Was man nicht haben kann, ist immer ganz viel wert. Ach, leck mich doch am Arsch, du Scheiße. Was soll denn das? Also das finde ich jetzt aber nicht witzig, ehrlich. Nicht lustig. Das ist sowas von gar nicht lustig. Das ist sowas von gar nicht lustig. So. Ich bin ja nicht blöd, ne? Gewusst wie? Ah, ich weiß, wo das Problem liegt. Alles klar. Das ist nicht angeschlossen. Weil das nicht auf der gleichen Höhe ist. Okay. Das Problem ist natürlich, ich komme jetzt gerade hinten nicht raus. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Oh, no. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Hätte ich das bloß nicht getan. Ich krieg das Ding da nicht runter. Ich krieg das nicht angeschlossen. Das ist nicht angeschlossen hier. Das ist jetzt mal gerade echt ein Problem. Vor allem, weil es eigentlich kein Problem sein dürfte, weil es ist eigentlich gerade. Ah, lecco mio. Schrittweise abflachen. Ist das nicht das? Das habe ich doch gerade gemacht. Was kann ich denn hier noch machen? Ah, jetzt ist das auch weg. Na toll. Ah, das ist ja super. Das wird ja immer besser. Ah, super. Oh. Ah,
Wollen wir das auch noch abdingsen hier? Scheiße. Ah. Jetzt. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ich glaube, jetzt hat sie's. Ah, super, ey. Oh. Deswegen arbeite ich so ungern mit dem scheiß Terrain. Das macht mich immer wahnsinnig. Kann ich das jetzt nicht mehr anklicken oder was ist los? Achso, ich hab's ja schon. Huch. Ich bin zu wild heute. Ich bin wild. Wo ist er denn jetzt? Hä, wieso? Ah, ah, da. Ausgang, Eingang. Was? Eingang. Es funktioniert nicht so, wie ich das machen will. Wo ist er denn? Eingang. Eingang wählen. Ja. Nee, da. Genau. Nein. Nein. Ah. Scheiße. Warum hat er denn das jetzt schon wieder gemacht? Okay, Moment. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Es ist wie bei Cities. Ich habe das noch nie bei irgendwelchen anderen Leuten gesehen, dass sie so eine Probleme haben. Das passiert immer nur bei mir. Das ist unfassbar. Unfassbar ist das. So, wir machen den hier weg. Genau. Dann machen wir... Nein. Nein. Ja, genau. Nein. Leck mich doch am Arsch. Leck mich fett. Was? Check das nicht. Hätte ich es bloß gelassen, wie es war. Wo ist denn jetzt das schöne Eintrittsschild hier? Ah, ich drehe am Rad. Was ist los? Aber die Leute gehen ja trotzdem rein. Wippe. Ja, das ist die richtige. Aber wo ist das Schild? Wo zur Hölle ist das Scheißschild? Nein! Warum rennen die hier durch? Das weiß auch keiner, okay. Warum machen die das? Warum machen die das? Warum? 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 Wenn ich das jetzt wegmache, geht das doch wieder schief. Ich sehe das doch. Ah, es klappt. Es klappt. Warum klappt es jetzt? Ich will es nicht wissen. Egal. Und warum klappt das jetzt hier nicht? Was ist los? Wo ist das Schild? Wo ist... Ah. Ah. Okay, das kann man sich sowieso nochmal überlegen, ob wir das haben wollen oder nicht. Egal. Jetzt haben wir es, jetzt behalten wir es auch. So. Ah, oh, ich glaube, die Wippe ist viel zu billig. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht umgestellt, oder? Doch, habe ich. Okay. Okay, huhuhu. Oh, 65 gewinnen. 65. Oh, das macht ja richtig 104 pro Stunde. Wow, 104, 22 und das hier wird noch. Okay, jetzt ist es allerdings auch nicht mehr so voll. Aber das ist nicht schlimm. Hoffentlich kriege ich es nicht mit der Angst zu tun. Also ich kenne das, ne? Wenn man so auf dem Spielplatz ist und man sieht da so eine Wippe, denkt man sich auch so, boah, hoffentlich kriege ich das jetzt nicht mit der Angst zu tun. Ich weiß nicht, ob ich darauf gehen soll. Ganz unsicher bin ich mir. Ganz unsicher. Hier. Mit drei vielleicht, ja. Okay, also zum Preis sagt keiner was. Hier stehen sie auch ordentlich an. Hier habe ich ja die ganze Zeit mit der Warteschlange immer herumexperimentiert. Insofern bin ich da wahrscheinlich selber schuld dran gewesen. Nicht selber. Das ist ja der Boden, der da schuld war. Ich war das nicht. Ich musste es ja nur ausbaden. Okay. So, dann bauen wir mal jetzt ein Haus drumherum. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt schon Wände haben. Gucken wir mal. Oh, was ist das denn? Nein. Nee, ich will so was richtig krass Buntes haben. Oder kann man das auch bunt anmalen? Könnte man? Backsteinmauern. Kann man die bunt anmalen? Ich weiß es nicht. Aber so eher Backstein schon eher. Asia Wall.
Ne, das ist kein Asia-Haus. Beaver. Das, nee. Ist auch nicht so das, was ich mir vorstelle. Rockside Lagoon. Nee, auch nicht so. Industrie brauche ich, glaube ich, gar nicht aufmachen. Nee. Spiky Walls. Oh, das kann man... das ist schon pink da unten. Das heißt, das kann man bestimmt... Ach, das könnte man... Oh ja. Ich glaube, das ist mal eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, das finde ich... Das finde ich mega. Und das machen wir gleich in... Kann man die nachträglich auch noch ändern, die Farbe? Das muss ich mir ganz kurz mal auschecken. Ich glaube ja, wenn ich das hier anklicke, ja, kann man. Okay, das ist sehr gut. Dann machen wir es erstmal in der gleichen Farbe, dann muss ich nicht jedes Mal hier die Farbe ändern. So. So. Dann machen wir noch ein Stockwerk drauf. Würde ich mal sagen. Oder ist das jetzt blöd, wenn man hier wenn man hier die Dinger hier noch da durchsieht durch das Haus. Ist ja natürlich nicht ganz optimal, ne? Sollen wir es nicht hier größer machen? Wobei, hier können wir es ja auch nicht größer machen. Das ist ja auch ein Problem. Hm. Ein bisschen schade. Naja, wir lassen es mal erstmal so. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Schauen wir mal. Hä? Was ist denn da? Wieso sieht denn das so? Das sieht irgendwie anders aus als auf der anderen Seite, oder bin ich jetzt doof? So sieht man das? Das ist hier so... Okay. Das kommt, weil die Sonne von der Seite kommt. Okay, naja gut. Okay. Geht wohl nicht anders. Achso, das ist jetzt die falsche Seite. Ich frage mich gerade, ob ich das komplett hoch machen soll oder ob ich hier nur so eine halb... Achso, das ist eine 45 Grad. Das will ich natürlich nicht. Vielleicht... Achso, das ist auch 45 Grad. Ah, ich dödel. Haben wir nicht so eine Halbwand? Haben wir nicht? Oh, ich dachte jetzt... Ich dachte, man könnte ja vielleicht ein bisschen das absetzen. Ich glaube, das machen wir. Dass man es quasi hier so oben drauf macht. Ich könnte es ja auch so überlappen machen, oder? Geht das? Ist ein bisschen schade, dass man das nicht so richtig wahrnimmt. Hm. Naja. Oh, das sieht man auch, die Leute in den Wänden laufen. Sie sind in den Wänden. In den Wänden. Schon wieder Outlast, ey. warte mal, wie war das jetzt? Ich habe einen nur so, ne? So, was habe ich denn jetzt gemacht? So, ich habe einen weiter. So, glaube ich, hatte ich. Aber jetzt sieht das ein bisschen bescheuert aus. Jetzt sehe ich das ja von der Seite mal. Einmal kurz zu Ende bauen und mal gucken. Naja, hat irgendwie was. Ich finde, das könnte man fast so lassen. Dann würde ich gerne da hinten eigentlich auch noch so eine Bögen haben zum Ausgang. Ganz schön schwierig hier mal zu gucken, immer wie das eigentlich gedacht ist. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Dann drehen wir den mal. So. Hinten auch noch einen. Okay. Das ist der Floor, das ist
Roof. Haben wir nur eine Art von Roof? Scheinbar ja. Roof Small. Ah, Roof Small gibt es auch. Okay. Aber wie soll das denn jetzt gehen? Das überlappt sich doch. Oder kann ich das... Oh, ach so, das gibt's auch. Dann müsste ich aber hier nochmal eine andere Seite entgegensetzen. Es ist ja eigentlich ein Spielhaus. Also im Grunde ist es ja gut, wenn es ganz viel durcheinander ist. Ups, nee. So. Ups, das ist leider zu weit. Oh, what the hell? What the hell? Ja, okay, das ist richtig. Ah, jetzt hätte ich ja eigentlich zwischendurch nochmal hier die Warteschlangen ein bisschen anpassen können. Kann ich ja jetzt sieht man ja noch was. Vielleicht mache ich das mal eben kurz, solange man noch ordentlich was sieht. Wobei, ach. Ja auch noch, wenn du jetzt hier das Dach fertig hast. Ah, alles kein Thema. So. Sieht das irgendwie komisch aus oder soll ich hier wieder das gleiche nehmen? Roof Small? Nein, 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 sondern das hier war's. Ich glaube, ich lasse das bei dem hier genau. Ah, fast getroffen, verdammt. So. Okay. Haben wir natürlich keine Fenster oder irgendwas, aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Vielleicht setzen wir hier oben noch irgendwie so einen kleinen Schornstein oder sowas drauf. Oder sowas hier. Nee, finde ich nicht. Und sowas hier. Ist hier nur was... Ah, ja, sowas hier. Hier könnte man auch theoretisch auch so Dampf oder sowas reinsetzen, ne? Das gibt es doch auch. Ich weiß aber nicht, ob das hier schon freigeschaltet ist. Das finde ich nämlich ganz witzig. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir hier ein bisschen so die Farben ganz bunt setzen. Furniture Set. Wow, alter Schwede, wie viele habe ich da? Jetzt weiß ich auch, warum mein Spiel immer so lange lädt. Hoppala. Okay. Ja. Ich muss natürlich hier noch dieses schmale Ding eigentlich da oben verkleiden, aber das Problem ist, ich glaube, es geht gar nicht. Das hätte ich mir mal vorher überlegen müssen, dann hätte ich das Dach, glaube ich, eine komplette Reihe nach oben setzen müssen. Warum haben die denn nicht hier nur so ein halbes Teil? Ich habe nur so ein schräges. Oder ich nehme dafür was anderes, was ich dazwischen setze. Oder einfach genau sowas könnte man natürlich nehmen, falls es das jetzt hier gibt. Oh, was? Oh, hoppala. Nanu? Hm.
Mal eben schauen, wie das aussieht. Wenn das bunt ist. Was ich hier gerade für ein Heckmeck mache, für eine schaukelnde Wippe und so ein Big Swing-Ding, ey, das gibt's gar nicht. Oh, nee. So, jetzt hätte ich mich eigentlich gerne noch so einen Bogen oder so. Grease. Ah, aber sowas hier zum Beispiel könnte man doch auch nehmen. Statt der anderen Dinger hier. Ich finde das eigentlich ganz passend für sowas. Kurz gucken, wie das hier in klein aussieht. Ne, das finde ich nicht so gut. Da schreit noch einer. Ah! Oh! Was? Okay, so habe ich mir das dann irgendwie doch nicht vorgestellt. Das sieht ja aus. Meine Güte. Okay, mal ganz kurz mal wegmachen, mal gucken, ob man das verändern kann. Nein, kann man nicht, die Farbe. Nee, dann will ich das auch nicht. Das ist mir viel zu klubbig. Nee. Ich dachte, in Griechenland, da haben sie doch auch so eine Bögen. Ach, guck mal, das hier hätte man nehmen können. Das ist so ein... Einfach nur eine weiße Wand. Naja, jetzt haben wir durchsichtig gemacht. Das ist auch okay. Logo-Shop. Was ist das denn? Ach, da kann man so Ohrringe kaufen, oder was? Keyrings, ach so. Naja, gut. Ich würde mal sagen, ich mache erstmal hier eine Pause. Ich schaue vielleicht mal eben kurz zwischendurch. Damit ihr jetzt da nicht so die ganze Zeit mitsuchen müsst, ob ich hier irgendwo so einen Teil finde, so einen Bogen oder so, wie man hier rauskommen kann. Und dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.